Felix Kaiser, jetzt ist es soweit, das Braunschweiger Endspiel steht bevor. Mit welchen Gefühlen gehen Sie in diese Partie? Natürlich mit einem guten Gefühl nach den letzten beiden Siegen und mit dem Gefühl, dass wir es packen können, wenn dass wir die letzten Male angehen und uns komplett reinhauen. Dennoch ist es ziemlich kompliziert. Energie muss gewinnen, um den Klassenerhalt zu schaffen. Wie kann man in so ein Spiel gehen mit diesem Wissen? Vielleicht ist es auch ein bisschen besser, diesen Gedanken zu haben, dass man gewinnen muss und nicht ein Punkt reicht oder so, sonst ja. Man muss immer 100% geben und da ist es wichtiger, im Hinterkopf zu haben, wir müssen gewinnen, wir müssen alles geben bis zum Schluss und dann ja, wird es schon werden. Braunschweig ist eines der stärksten Teams der Rückrunde. Wie gut sind die Braunschweiger? Sie haben natürlich gar keine gute Hinrunde gespielt und dafür sich sehr gut gezeigt in der Rückrunde. Aber jetzt trotzdem zum Schluss gehen ihnen vielleicht auch ein bisschen die Körner aus, wo wir jetzt ein bisschen besser reingekommen sind. Ja, wird sich am Samstag zeigen, ob der Trend sich halt fortführt. Das Stadion wird ausverkauft sein, mehr als 2000 Cottbusser mit dabei. Was ist das für ein Kopf? Das ist natürlich immer eine geile Kulisse, vor so vielen zu spielen. Und das Stadion brennt dann natürlich. Und das ist immer was Geileres, als irgendwo, weiß ich nicht, vor 3.000, 4.000 zu spielen. Da ist man nochmal ein bisschen mehr angespannt und hat mehr den Fokus aufs Spiel. Was kann man in den Tagen im Training jetzt noch machen und wie kann man sich vorbereiten? Ich denke, dass es kurze, knackige Einheiten werden, nochmal die Sinne schärfen. Jetzt nichts, wo man sich komplett verausgabt, aber sich trotzdem ein paar Körner fürs Wochenende holen. Ja.